Einen wunderschönen wünsche ich euch und je nachdem, welches Video zuerst kommt, ich denke mal, das hier, dennoch sage ich es, wie im Schiffe-Video ja erwähnt, habe ich ja mal wieder meine Replays flöten gehen lassen, habe mal wieder nicht drauf erachtet, dass jetzt hier heute der Patch kommt. Ich glaube, es war heute, auf jeden Fall habe ich ihn heute runtergeladen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier dann dafür wenigstens auch eine relativ, also eine Neuigkeit jetzt hier. Mit dem aktuellen Patch hat auch Mirni die letzte, also die verlorene Hoffnung sozusagen angefangen als Event. Für mich persönlich von den Events, die ich kenne, das Spaßigste aus meiner Sicht jedenfalls. Wir werden uns jetzt auch im Anschluss meine allererste Runde, die habe ich jetzt gerade gezockt und nehme das jetzt hier gerade kurz danach halt auf. Wir gucken uns vorher hier gleich die Sachen einmal an, bevor wir in die Runde springen. Das Ganze ist jetzt hier natürlich dementsprechend auf Schwierigkeitsstufe normal. Also der leichtesten Variante gibt dann halt noch schwer und Albtraum. Schwer habe ich jetzt dementsprechend danach freigeschalten. Das geht halt peu à peu, nach und nach, genauso wie die Freischaltung jetzt hier der folgenden Panzer. Und warum ich denke, dass das für einige ja doch dann auch abseits vom normalen WoT halt interessant sein kann. Also Leute, die halt nebenbei halt noch was anderes jetzt hier zocken wollen bei Panzer, die haben halt hier dann die Möglichkeit, wir drücken hier unten links mal einmal rauf, das hier unten, man kann das so ein bisschen wie euren Fortschrittsbalken verstehen. Man klickt hier halt sich halt sozusagen durch, dechiffriert hier diese verschiedenen Rollen. Also hier diese verschiedenen Dinger sind 15 Stück an der Zahl und je weiter ihr fortschreitet, umso teurer wird die Geschichte hier am Ende. Also am Anfang haben wir 10 gebraucht, jetzt brauchen wir 30. Ich habe jetzt hier mit meinem ersten Gefecht 7 Stück gesammelt. Die Anzahl, die ihr, also hier diese Schlüssel, die ihr kriegt, erhöht sich mit Erhöhung des Schwierigkeitsgrades und natürlich auch der Platzierung innerhalb der Runde. Also innerhalb des Teams von euch. Und ich war jetzt letzte Runde auf dem zweiten Platz, glaube ich. Und dementsprechend habe ich jetzt hier 7 Schlüssel gekriegt. Und am Ende auf jeden Fall, wenn ihr, man kann das ja, weiß ich nicht, was sind das, ich würde mal überschlagen, 250 bis 300 Schlüssel braucht man, würde ich jetzt mal schätzen. Ich hab's nicht durchgerechnet, aber wenn es bei 10 anfängt, bei 30 aufhört. So viel könnte es nicht sein. Und jedenfalls am Ende könnt ihr euch hier den Obsidian freischalten, denn, was das Aussehen angeht, ein relativ spartiger Panzer. Ich wusste nicht, dass jetzt das Event stattfindet. Hätte man wahrscheinlich irgendwo lesen können. Ist an mir vorbeigegangen. Normalerweise kriege ich sowas mit. Und dementsprechend ist auch an mir vorbeigegangen, dass man das Ganze so ein bisschen als Marathon sehen kann. Und dementsprechend jetzt hier einen weiteren Russen mit der Stufe 8 halt. Ich denke, als Besonderheit ist einfach das Aussehen. Ich glaube, dass die Dinger hier, die machen wirklich nichts. Als Modul ist es auf jeden Fall schon mal nicht aufgeführt. Und mir sind jetzt hier auch keine extravaganten Sachen aufgefallen, außer dass halt eine Reload-Zeit relativ gering. Dafür aber halt auch gleichzeitig relativ geringer Alpha. Auf jeden Fall, das ist sozusagen der Start dieses Events oder das ist, nee, das ist das Ziel. Und wir starten jetzt direkt mal mit der ersten Runde rein. So, wir starten. Lassen wir erstmal lagern. So, also, wir starten, fahren jetzt hier auch gebündelt, was ich glaube, besonders auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe nicht nötig ist. Ich denke, man könnte sich tatsächlich auch aufteilen und also hier, bevor man das erste Mal Mirium abgibt, also Mirium ist dieses lilane Zeug, für die halt noch gar keinen Plan haben, ist dieses lilane Zeug, das kriegt man, wenn man halt Panzer tötet, in dem Fall natürlich alles NPCs. Außer jetzt hier meine Kollegas. Oh, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Also Panzer töten, lila Zeug aufsammeln und das dann hier
Wir sehen hier links 25 haben wir als Team, 80 brauchen wir. Und anschließend, wenn man genug hat, bringt man das daher. Auf jeden Fall auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, auf jeden Fall nicht nötig, jetzt hier als ganzes Team je Punkt für Punkt zu machen. Ich bin trotzdem mitgefahren, weil ich wollte halt wieder reinkommen. Wie gesagt, erste Runde seit einem Jahr sozusagen. Oder wann auch immer das letzte Mal Mirnica kam, höchstwahrscheinlich letztes Jahr, wenn nicht dann da davor. Ja, am Anfang kann man sich auch splitten, auch teilweise, je nachdem, wie gut man ist, würde ich sagen, und wie man sich anstellt, kann man die ganze Chose auch alleine anstellen. Am Anfang auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe immer wieder dazu gesagt. Aber ansonsten, besonders nachdem man dann halt Mirni das erste Mal abgegeben hat, sollte man, denke ich, zusammen spielen. Oder zumindest als Zweierteam unterwegs sein. Und man braucht halt immer mehr. Und wir sehen hier oben rechts, es gibt vier Phasen. Drei Sammelphasen und eine Kampfphase. Wir sind jetzt hier in der ersten Sammelphase. In dem Sinn sammeln, dass wir hier dieses Mirium einsammeln. Wir sind jetzt hier auf so einem Ghosthorn-Verschnitt gelandet. Gibt natürlich unterschiedliche Maps. Die gefällt mir persönlich am ehesten. Da gibt es, glaube ich, mehr Maps. Ich weiß es nicht. Ja, mehr Maps. Würde ich jetzt gar keinen Bullshit sagen. Ich weiß gerade nicht, ob es tatsächlich mehrere Maps gibt. Auf jeden Fall, die gefällt mir. Gibt dann noch unterschiedliche Fähigkeiten. Die drei, die ihr hier vorne seht, ist bei mir jetzt als Test ausschließlich, glaube, Heilung. Also hier Gruppenreparatur für alle halt. Notreparatur, da heile ich nur mich, und das andere ist Lebensraub. Wir sehen es jetzt auch gleich. Hier dachte ich mir, okay, fährst jetzt mal alleine, ist ja doch ein bisschen öde. Hab mir dann aber auf jeden Fall zu viel vorgenommen, werden wir gleich sehen. Das dritte halt Lebensraub, dementsprechend, deswegen fahre ich jetzt hier rein und denke mir, okay, mal gucken, wie stark das ist. Können uns das ja mal hinten angucken. Eigentlich haben nur die beiden hier, der wurde gerammt, der hat 100, 250 Schaden, nee, 150. 150 Schaden gekriegt. Ich brenne. Brauche auch viel zu lange, um auf den Knopf zu drücken. Ah ja, und wenn ihr Schaden kriegt, ist die Reparatur dann auch, die AP-Regeln ist dann auch zu Ende. Und ich hätte es ja fast geschafft. Dann dreht sich mein Turm aber nicht schnell genug. Und so schnell kann es gehen. Ist aber ganz cool, dann kann ich euch das auch mal zeigen, was passiert, wenn man halt platt. Ist jetzt hier in den ersten Phasen in der leichtesten Schwierigkeitsstufe echt nicht wichtig, also nicht schlimm. Ist unnötig gewesen, aber ist nicht schlimm. Ich muss halt jetzt warten. Er war auch sehr lustig. Ich weiß nicht, warum er das dann jetzt gleich gemacht hat. Auf jeden Fall, ich werde wiederbelebt, sowie mein Team. Und tschüss. Sowie mein Team genug Mirium abgeliefert hat und wir sozusagen in die nächste Phase reinkommen würden. Das passiert so, wie er hier halt jetzt reinfährt, weil, ne, die beiden sind schon in dem Einflussbereich drin. Er muss noch reinkommen, dann geht es in die nächste Phase, weil genug Mirium. Und ich werde dann, ich glaube, mit Half-Life wiederbelebt. Genauso wie der Kollege, der gerade Suizid gemacht hat. Wie gesagt, auf leichtester Schwierigkeitsstufe ist das nicht so wild. So, ich bin wieder da, hab Half-Life, ja, ziemlich genau. Und jetzt fängt es an, ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon möglich war. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier so einen Balken. Das ist wie in dem anderen Halloween-Event, oder ist ja, kommt ja zu der Zeit, so ungefähr immer September, Oktober. Diese andere Mirni-Geschichte, wo man halt den WTE 100 halt zocken kann. Den gibt es hier auch, aber das ist dann hier halt auch ein NPC. Und der jagt euch halt, ne? Und dieser Balken sagt euch, wie nah er dran ist. Je voller er wird, umso näher ist er. Da links steht er. Da kommt er gerade, der Unsterbliche. Und vor dem sollte man sozusagen, währenddessen man aufsammelt, wegrennen. Und jetzt in der zweiten Phase sind dann auch die Gegner ein bisschen schwerer geworden. Also es wird immer peu à peu schwerer. Kommen dann auch unterschiedliche Gegner, also unterschiedliche Panzer. Gibt dann noch so kleine Flinke, die rennen vor euch weg. Dann gibt es so Kugeln, die kommen auf euch zu und explodieren halt bei Aufprall und machen halt erheblichen Schaden.
auch AOE-Damage, also ne, Flächenschaden. Naja, gehen wir mal weiter. Hier X ist Turbo, ne? Habe ich gerade benutzt. Kann man dann schön rammen, wird auch der RAM-Schaden erhöht. Zusätzlich, dann haben wir ganz normal unendlich viel Munition. Und die Premium-Muni benutze ich eigentlich nicht. Also kann man, aber habe ich jetzt hier auf der Stufe keinen Sinn gesehen. Und was haben wir das? Phoenix. Okay, das ist diese Wiederbelebungsgeschichte. Okay. Und dann haben wir jetzt hier noch temporäre Buffs. Entschuldigung, temporäre Buffs. Die kann man einsammeln. Also die kann, glaube ich, so ein Gegner, glaube ich, droppen. Und dann kann man das einsammeln, glaube ich. Und haben wir halt jetzt hier Besatzung verbessert, 15%. Und okay. Und halt eine Chance, dass man halt den halben Schaden, den man macht, als Life wiederkriegt. Das ist ganz angenehm tatsächlich. Das sind jetzt hier die Viecher, die wegrennen. Ich habe noch nicht festgestellt, ob die gelbe Gülle hier Schaden macht. Glaube aber nicht. So, und was Erklären angeht, letzter Punkt, wenn man mit der Maus auf diese einzelnen Dinger raufdrückt, dann werden die so komisch markiert hier mit diesen vier Strichen. Und dann steht da drüber oder daneben hier noch die Zahl an ja, da ich mich, ne? Die Zahl an Leuten, die darauf geklickt haben, ist ganz hilfreich, um sozusagen, wenn man nicht im Platoon zockt, halt so eine Art, also die Richtung vorzugeben. So nach dem Motto, ey, guck mal, da wollen wir jetzt alle hinfahren, mach doch bitte mit. Ne? So. So kann man das ganz gut verstehen. Und so kann man auch besonders, wenn man, wie gesagt, nicht im Zug fährt, das Team so ein bisschen zusammenhalten, was halt das Abschließen der Schwierig, also der höheren Schwierigkeitsstufen halt deutlich erleichtert. Weil mir in den letzten Jahren ist mir da aufgefallen, in Random, also mit Random-Leuten kann das doch recht frustrierend sein, wenn man halt dann nicht so, also besonders auf der letzten Schwierigkeitsstufe. Da sollte man tatsächlich gucken, dass man halt als Team agiert. Man muss nicht immer alle Mann zusammen sein, aber man sollte schon sich unterstützen können. Und besonders, wenn man jetzt hier auch Fähigkeiten hat, die, also so wie jetzt Gruppenreparatur, dann sollte man ja auch gucken, dass diese Fähigkeiten Sinn hat, indem man halt dann auch mehrere Leute heilt, wenn man die aktiviert. Weil das hat natürlich dann nur einen Umkreis von. Warte mal, lass mich nicht lügen. Steht das hier? Ne, ich sag mal 25 Meter. 50 Meter, vielleicht so. Und noch ein Ding, besonders auch in den erweiterten Schwierigkeitsstufen. Es macht tatsächlich Sinn, in den ersten Phasen mehr Mirium zu sammeln, als man tatsächlich benötigt. Also für die erste Stufe. Je mehr, desto besser. Das erkauft euch halt einfach dann Zeit in der letzten, also in der letzten Phase. Also hier in der dritten Sammelphase. Das kann dann halt schon haarig werden, weil die Gegner haben dementsprechend mehr HP, sind stärkere Gegner, also machen mehr Schaden selber, haben mehr HP, haben mehr Panzerung, ne? Und dazu kommt dann auch, dass dieser der Unsterbliche, den man halt nicht töten kann, wie der Name ja verrät, auch ein bisschen ekliger. Also der wird halt nerviger. Ne? Der, ihr seht ja, der, wir sehen ihn hier in der, also hier in dem Level so gut wie gar nicht. Das ist aber bei den anderen Schwierigkeitsstufen dann tatsächlich anders. Da ich weiß nicht, ob er schneller ist oder so, aber auf jeden Fall ist er präsenter. Zack, zack. Den hätte ich auch noch gern gehabt, so für nebenbei, aber ich bin ins Wrack geschossen. Ah, die Jäger, die sind in also in den kommenden Schwierigkeitsstufen echt eklig. Das sind dann halt am Ende E50er, glaube ich, oder E75er sogar.
Und da braucht man dann tatsächlich auch die Premium-Muni, je nachdem, wie man steht natürlich. Haben auch jetzt ein ganz nettes Polster, was Miriam angeht. Holen uns jetzt hier sogar noch hier noch das Ding und auch bei dem, also bei dem lila Ding selber spawnen ja auch noch Gegner. Dementsprechend konnten wir jetzt hier, wie gesagt, am Anfang nicht so wild, konnten wir hier doch ein recht gutes Polster schon aufbauen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es etwaige, da habe ich gerade gar nicht drauf gedacht, also gar nicht drauf geachtet, ob es Missionen gibt, so von wegen sammel so und so viel oder gib so und so viel Miriam ab. Das gab es, glaube ich, in den vorherigen Jahren auch. Immer schön rammen. Jetzt sind wir in der letzten Phase. Ich weiß gar nicht, warum ist denn unser Kollege. Achso, da ist er. Jetzt hier in der letzten Phase haben wir halt den Kampf gegen den Unsterblichen. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr so ganz unsterblich, hat aber 6000 HP und 2 Life. Also, ne, wenn er jetzt einmal platzt, müssen wir ihn gleich dann nochmal töten. Und Besonderheit jetzt hier an ihm, ihr seht diese gelben Punkte, das sind halt die Punkte, wo ihr hinschießen müsst. Das sind die Weak Spots. Jetzt hier, wo WG sagt, da sind die Weak Spots. Man kann ihn auch anzünden, habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob das halt dann random passiert oder weil man dann halt zum Beispiel hinten den Treibstofftank erwischt hat. Also da ist ja explizit ein, hier, dieser Treibstofftank oder auch, weil man genau hinten, keine Ahnung. Passiert halt. Hier, jetzt brennt er gerade. Keine Ahnung warum. Wichtig hier in der Phase ist halt jetzt hier am Anfang alles easy, ne? Aber wenn er dann ins zweite Live reingeht, guckt, dass er die Mobs halt zwischendurch tötet, so schnell wie möglich. Auch wieder so ein Ding halt, besonders wenn man mit Random unterwegs ist. Wenn keiner auf die Mobs achtet, dann nehmen die halt Überhand. Und das geht dann halt relativ fix, auch besonders, weil dann am Ende hier diese Kugeln kommen, die halt explodieren. Oder nicht am Ende, halt irgendwann kommen halt diese Kugeln. Und wenn da halt so viele davon da sind, oder halt die und noch ganz viele andere Mobs, dann, also Mobs sind halt diese, ne, alle Kleinpanzer. Guckt halt, dass die sterben, damit es nicht zu viele werden, weil auch die machen Schaden. Nebenbei muss man, ihr seht, muss man hier drauf aufpassen, wo man hinfährt. Ist hier auch gerade leider kein Booster, dementsprechend verliere ich ein bisschen Miriam, ist aber auch nicht so wild. Ja, dazu gibt es halt diese Bomben-Dinger hier, die spawnen dann halt einfach auf eurer Position, müsst ihr halt wegfahren. Ihr seht's, ne, wenn ich ihm jetzt hier nicht helfen würde, da sind 3 Mobs, die, er fährt jetzt hier auch noch in 2 Igel rein, also sowas kann relativ fix gehen. Sehen wir gleich einmal da 600 nochmal. Ey, wir machen 600 Damage auf ihn, ne? Oh, den habe ich nicht gesehen. Runde dauert dann dementsprechend natürlich länger. Man könnte ja jetzt auch die ganze Zeit auf den, also auf den Unsterblichen schießen. Aber wie gesagt, da habt ihr diese dicke Kugel gesehen. Also wenn die euch gibt, dann, ne, gute Nacht. Dementsprechend achtet auf diese Mobs. Kriege ich auf den ersten ab. Zu spät darauf geachtet. 500. Aber dafür sind sie meistens One-Shot.
Ich glaube, sie sind sogar One-Shot, diese Kugel. Ja, und das war ja doch relativ easy. Ich hatte ganz vergessen, dass man ja die Postgame-Stats gar nicht so richtig rüberbringen kann. Habe jetzt hier dennoch noch einen Weg gefunden, das im Nachhinein zu machen. Ich werde das für kommende Mirni-Runden auf jeden Fall noch anpassen. Gegebenenfalls sogar da eine Live-Runde dann halt hochladen, also wo ich dann dementsprechend live kommentiere, damit ich dann im Anschluss direkt da die Postgame-Stats halt auch in-game zeigen kann. Jetzt diesmal heute einmal so, sieht zwar nicht schick aus, aber wir kriegen einen Überblick, ne? 24 Kills haben wir jetzt hier gemacht, das ist ganz solide. 74 Treffer mit insgesamt knappen 24.000 Schaden, ey, wenn das in die X2M-Wertung reingeht. 36 Crit-Treffer, 750 sind hier bounced, 1718 haben wir noch unterstützt, 15 Spots, also eher First Spots, ist aber egal. Dementsprechend jetzt hier auf dem zweiten Platz. XP kriegt man natürlich nicht bei extra Event mit eigenen Panzern und so. Aber ein bisschen Knete kriegt man. Die Fähigkeiten, diese ganzen Heile-Geschichten, also ne, Gruppenheilung und, die drei Dinger, die muss man tatsächlich bezahlen. Und für den Satz, den ich drin hatte, habe ich glaube, 23 oder 23.000 Credits hingelegt. Dementsprechend mache ich jetzt hier pro Runde 21.000 plus. Zu dem, was man ja an Eventbelohnungen noch zuzüglich kriegt, da ist ja doch das eine oder andere dabei. Wie gesagt, eins der spaßigsten Events, die es gibt, neben das Fußballgedöns und das Racing-Gedöns, gehört das auf jeden Fall hier zu den Top 3. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.